Ja, herzlich willkommen. In diesem Video soll es um die Frage gehen, was ist eigentlich ein Kanon? In der Musik natürlich. Kanon kommt aus dem Griechischen, naja, Maßstab heißt das, Maßstabregel möglicherweise. Oder Sie haben mal gehört, Bildungskanon, was gehört alles dazu, was muss man lernen? Oder der Kanon der deutschen Literatur, den gab es mal irgendwie. Welche Bücher muss man gelesen haben, was muss man kennen aus der Weimarer Klassik? Mir sagte mal jemand, naja, alle Musikerinnen und Musiker müssen doch wohl die 9 Sinfonien Beethovens kennen. Da kamen mir dann so die Fragen, erstens, was heißt kennen? Muss man sie wirklich alle 9 kennen? Naja, vielleicht in diesem speziellen Falle kann man sich darauf verständigen. Hier in der Musik, im Kontrapunkt speziell, bedeutet Kanon die strengst mögliche Form der Nachahmung, der Imitation. Dieser Gedanke hier wird offensichtlich unmittelbar imitiert und nicht nur der Anfang. Alles, was jetzt weiterhin passiert, wird wenig später aufgegriffen, wortwörtlich. Die strengste Form der Imitation, das bedeutet auf gut Deutsch, die vorangehende Stimme wird strengstmöglich, nämlich exakt in der nachfolgenden Stimme nachgeahmt. Es reicht, wenn Sie angeben, wie diese eine vorangehende Stimme geht und dann in welchem Abstand, zeitlichen Abstand, hier sind es drei Semibreven, in welchem zeitlichen Abstand also die Stimme einsetzt und in welchem intervallischen. Naja, das sieht ja aus, als wäre das ein Einklangskanon, tatsächlich aber haben wir es hier mit Tenören zu tun. Das scheint ein Kanon in der Oktave zu sein. Eine Oktave tiefer wird die Idee der Oberstimme aufgegriffen und alles, was jetzt passiert, kehrt ebenfalls in der Unterstimme wieder oder in der nachfolgenden Stimme. Hier ist zufällig eine Unterstimme. In welchem zeitlichen Abstand folgen die Einsätze aufeinander? Der engstmögliche Abstand wäre vielleicht der hier einer Brevis. Dann spricht man von Stretta-Kanon, da werden wir vielleicht noch drüber sprechen. Außerdem, in welchem Abstand? Das muss nicht der Einklang sein, das muss nicht die Oktave sein, es könnte auch die Unterquinte sein. Warum sollte das hier nicht in der Unterquinte antworten? Naja, weil es schief geht, nicht? Also das muss man schon entsprechend dann disponieren. In welchem vertikalen, in welchem horizontalen Abstand? Man könnte sich auch noch denken, dass die kontrapunktischen Künste angewendet werden, die da sind. In diesem Zusammenhang vor allem Umkehrung. Kann man das Ding vielleicht in Umkehrung imitieren? Nee, leider nicht. Leider funktioniert das hier nicht. Naja, das muss man natürlich darauf anlegen. Oder in Augmentation, in Vergrößerung. Funktioniert auch nicht. Ja, nicht so ohne weiteres. Nein, das funktioniert natürlich nicht. Aber das gibt es tatsächlich auch. Die zweite Stimme augmentiert die erste. Und ganz selten gibt es Krebskanones, die nachfolgende Stimme imitiert die erste, aber rückwärts. Das ist natürlich besonders abgefahren zu komponieren. Also da, wo die erste Stimme schließt, irgendwie am Schluss, beginnt da die zweite und lässt das Ganze rückwärts laufen. Extrem selten, extrem schwer darzustellen. Bach hat sowas schon gemacht. Naja, wie dem auch sei, hier sind wir in der Musik anscheinend noch der Vokalpolyphonie. Das ist nicht Bach, das ist früher. Genauer gesagt ein Kanon des Komponisten und Musiktheoretikers Adam Gumpelsheimer. Wenn Sie den Namen jetzt nicht kennen, sind Sie nicht automatisch in der Musikgeschichtsprüfung durchgefallen. Adam Gumpelsheimer lebte um 1600, 1559 bis 1526 und er war, wie gesagt, Musiktheoretiker, hat ein wichtiges Compendium Musicae veröffentlicht und in diesem gibt es jede Menge Kanons als Beispiele. Dies ist eines, das Credo der lateinischen Messe, als Kanon ausgeführt, sicherlich in einer Lateinschule damals gesungen. Damals gab es Lateinschulen, das hatte den Vorteil, dass man den Messtext verstehen konnte. Naja, gebildet war man, wenn man Latein konnte und verstand, was in der Theologie auf Lateinisch passierte. Hier sehen wir interessanterweise, ja, natürlich nicht den Anfang des Credos, das wäre Credo in Unum Deum, dann geht es weiter, Patrem Omnipotentem, ist auch noch nicht der ganze Text, hier sind wir noch nicht fertig.
Der Anfang wird vom Liturgen gesungen, Credo in unum Deum beispielsweise, und das zitiert hier der Gumpelsheimer. Das ist hier der Beginn, allerdings mit dem anderen Text, Patrem Omnipotentem. Ja, dann werden munter die Stimmen sich die Bälle zuwerfen, weil die zweite eben in strengstmöglicher Form die erste imitiert. Und dann ist die erste irgendwann fertig. Wie macht sie das? Indem sie eine schöne Klausel hat. Und dann ist sie fertig. Jetzt muss allerdings die nachfolgende Stimme diese Klausel auch nochmal bringen. Das tut sie auch. Ja, mit dem Text hat sie hier anscheinend ihre Probleme. Ich habe das aus der Handschrift Gumpelsheimers entnommen. Aus dem Druck, muss man genauer gesagt sagen, dieses Kompendium. Das kann man ja alles heutzutage im Internet bekommen. Man muss dafür nicht irgendwelche Bibliotheken aufsuchen. Oftmals kriegt man das. Und dann hat der Gumpelsheimer hier einen freien Schluss hinzukomponiert. Die Stimme ist natürlich hier fertig, die zweite ist erst hier fertig und dann haben wir einen freien Schluss. Ja, das nennt man einen endlichen Kanon, weil das Ding ja irgendwann mal zum Schluss kommt durch dieses künstliche Bremsmanöver. Der unendliche Kanon, den kennen Sie aus der Schule, das sind so diese Gesellschaftskanons, Bona, Nox, Bist, ein rechter Ochs, hat Mozart einen Kanon, ich glaube für vier Stimmen, ich bin mir nicht sicher, komponiert. Die kreisen ewig weiter, bis die Chorleiterin die rechte Hand hebt und sagt, alles anhalten, alles auf Reset, wir sind fertig. Dazu werden wir auch noch kommen. Die Technik des endlichen Kanons bedeutet, ich mache eine Vorgabe und die übertrage ich unmittelbar dann in die andere Stimme. Dann arbeite ich hier weiter. Wenn wie hier der Text schön gegliedert ist und man Pausen setzen kann, ist das ja der Brüller. Pausen sind gut im Leben, im Kanon erst recht, denn da erlauben sie gewisse Freiheiten. Schreiben Sie Pausen, wenn Sie Kanonis schreiben. Und genauso macht das Gumpelsheimer hier. Jedem Textpartikel gibt er eine eigene Phrase, würden wir heute modern sagen. Das ist vielleicht nicht ganz der passende Begriff für die damalige Zeit. Und so hangelt er sich durch den Text endlicher Kanon im Oktavabstand und im Abstand von 1,5 Mensuren, 3 Semibreven sozusagen. Lassen Sie uns einmal diesen Kanon in seiner ganzen Schönheit genießen. Leider habe ich hier keine Vokalfassung, nur eine Instrumentalfassung. Dann müssen Sie den Text innerlich mitverfolgen. Ja, das erste Soggetto gewinnt Gumpelsheimer durch eine Entnahme aus dem eigentlich originalen Credo der Gregorianik. So, und wenn er dann diesen Einfall mal hat, wird sofort im Entwurf in der Skizze das übertragen. Und auch das wird 1,5 Takte später hier in der Unterstimme wiederholt. So, und dann kommt der nächste Einfall hier. Und auch der findet sich sofort in strengstmöglicher Imitation. So kann man vorgehen, versetzt, immer weiter sich durch den Text hin durchhangeln. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, einen Kanon zu entwerfen, eigentlich noch zwei andere Möglichkeiten, wenn wir vom unendlichen Kanon sprechen oder von dem, was wir vielleicht noch als dritter Kanon kennenlernen. Aber dies ist die eine Möglichkeit, einen Kanon zu skizzieren. Wir sehen hier aber auch, dass
Gumbelsheimer in gewissem Sinne freier agiert als in der Hochblüte der Vokalpolyphonie. Beispielsweise würde ein Lasso vielleicht noch, aber ein Palestrina eher nicht, eine solche Synkopatio auflösen aus Gründen der Textverteilung, also zwei Silben und damit die Bindung hier unterbrechen. Das ist ein relativ junges Verfahren, was sich in der deutschsprachigen Kirchenmusik durchaus findet, weniger in lateinischen Texten, aber hier eben auch. Da heißt er dann wieder streng, der Gumbelsheimer. Das ist ja fast eine Variation dessen hier oben, nicht? Und hier? Ja, ungefähr. Das Problem beim Kanon ist, dass man ziemlich schnell kreist, weil ja alles zweimal erscheint. Und davon sich zu lösen, die Harmonik in Anführungszeichen modern gesprochen, die Harmonik ein bisschen in andere Regionen zu bewegen, ist gar nicht so einfach. Ja, auch hier zwei Viertel, die textiert werden. Das wäre in der alten Vokalpolyphonie auch nicht möglich. Semiminimen sind Koloraturen und werden eigentlich nicht textiert. Also das würde beim einzelnen Viertel funktionieren. Hier bei Filium, das ist durchaus gängig. Aber das hier, das ist so ein bisschen ein Personalstilelement von Gumpelsheimer, der macht das tatsächlich. So, irgendwann ist die führende Stimme fertig. Im besten Falle deutet sie das hier durch eine Klausel an. Hier die synkopierte Kantklausel und die werden wir hier wenig später wiederfinden, um das Ganze zu einem Ende zu bringen. Stichwort endlicher Kanon. Muss eine kleine Codetta angefügt werden in der vorausgehenden Stimme und das tut sie hier. In der Tat, wobei nicht ganz klar ist, wie die Textverteilung in der Unterstimme ist. Sie müsste identisch sein, wenn man dem Kanongesetz folgt. Und das findet man dann in Klammern in der Originalausgabe im Druck. Also wie der Gumbelsheimer sich das genau gedacht hat, ist mir nicht ganz klar geworden. Nun wurde dieser Kanon sicher auch in pädagogischer Absicht geschrieben, was immer er damit nun erläutern wollte. Es muss jetzt nicht unbedingt so sein, dass das Ding praktisch aufgeführt wurde. Man weiß es nicht. Das ist ein Exempel in seinem Kompendium. Und insofern muss man das jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen. Ja, also die Technik des Kanons. Das heißt auch Fuga Legata. Die Fuga ist das, wo die Stimmen nacheinander einsetzen. Legata heißt gebundene Fuge. Das heißt, die beantwortende Stimme ist gebunden an die Vorgabe der vorhergehenden. Die Technik der Fuga Legata haben wir jetzt kennengelernt und können sie einmal versuchen anzuwenden. Nicht mehr heute, aber falls Sie Interesse daran haben, schauen Sie doch gelegentlich wieder einmal vorbei. Und jetzt können Sie, wenn Sie noch ein bisschen Zeit übrig haben, ein weiteres Mal diesen Kanon in seiner Gesamtheit hören.